Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Bexbach, grausige Entdeckung am heutigen Montagvormittag im Saarpfalzkreis. Gegen 11 Uhr sind Arbeiter in Niederbexbach damit beschäftigt, in der Nähe der Bliesbäume zu fällen und das Unterholz zurückzuschneiden. Dabei sehen die Mitarbeiter des Betriebs aus dem rheinland-pfälzischen Leimen etwas im Wasser treiben. Bei genauerem Hinsehen wird klar, es handelt sich um einen menschlichen Körper. Mit einer langen Stange halten die Arbeiter den leblosen Körper fest, wellen den Notruf. Rettungswagen und Notarzt eilen zwar noch zum Ort des Geschehens. Allerdings ist klar, dass die Sanitäter nicht mehr helfen können. Die Person liegt schon erkennbar längere Zeit im Wasser, der Leichnam befindet sich in keinem guten Zustand. Daher. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.